rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung. Antrag der Fraktion Grüne und der Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr. Flugverkehrsbelastung über Südbaden. Geplante Änderung der 220. Durchführungsverordnung zur Regelung der Anflüge auf den Flughafen Zürich. Drucksache 1672. Meine Damen und Herren, das Präsidium hat folgende Redezeiten festgelegt. Für die Begründung 5 Minuten und für die Aussprache 5 Minuten je Fraktion. Die antragstellenden Fraktionen sind übereingekommen, die Begründung des Antrags in ihre Ausführungen zu integrieren. Für die Fraktion Grüne erteile ich das Wort an Herrn Abgeordneten Marwein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt nicht viele Themen, bei denen sich alle Parteien im Landtag einig sind. Doch in einer Sache stimmen wir schon seit Jahren überein. Die Bevölkerung in Südbaden, am Hochrhein, in der Nähe des Flughafens von Zürich, muss besser vor Fluglärm geschützt werden. Der Bund, der hier zuständig ist, muss handeln. Ein großer Anteil der Flugzeuge, die in Zürich landen, schwebt über dem deutschen Luftraum ein. Bisher hat es die Bundesregierung nicht geschafft, eine Lösung mit der Schweiz auszuhandeln, die die Bevölkerung in der Region ausreichend vor Lärm schützt. Die Schweiz will die Anflugregelungen ändern, mit der Folge, dass zusätzlich ca. 2.000 bis 10.000 Flugzeuge pro Jahr mehr in Zürich landen. Das wären umgerechnet ca. 6 bis 27 Flugzeuge am Tag. Manche reden auch von noch mehr Flugzeugen. Darüber hinaus hat sie beantragt, dass die Sperrzeiten der 220. Durchführungsverordnung aufzuheben sind, die die Anzahl der Flugzeuge dort momentan noch beschränkt. Die Entscheidung über den Antrag der Schweiz steht und fällt mit der Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums. Wenn die bestehende Regelung aufgeweicht wird, bringt das mehr Lärm für die Bevölkerung in Südbaden. Und das wiederum bedeutet gesundheitliche Schädigungen. Denn neueste Erkenntnisse zeigen, wer 15 Jahre oder länger in seinem Haus unter Fluglärm über 60 dBA leidet, hat ein um 50% höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, als andere, die mit 45 dBA oder leiser leben. Die Ursache dafür ist, Fluglärm verursacht chronischen Bluthochdruck, und als Folge des Bluthochdrucks können somit auch Schlaganfälle und Herzinsuffizienz entstehen. Fluglärm schadet aber nicht nur dem Körper, denn wenn der Dauerschallpegel um 10 dBA ansteigt, steigt das Risiko für eine Depression laut Studien um beinahe 10% an. Weitere Studien berichten, Kinder, die in der Schule durch Fluglärm gestört werden, lernen langsamer lesen, sind weniger motiviert und haben ein schlechteres Langzeitgedächtnis. Bei anderen Risikofaktoren haben es die Menschen selbst in der Hand, Verantwortung für sich zu übernehmen. Sie können selbst entscheiden, ob sie rauchen oder nicht, ob sie Sport treiben, und wie sie sich ernähren. Beim Fluglärm allerdings kann der oder die Einzelne nichts tun. Hier ist die Politik in der Pflicht, sich für unsere Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Mit diesen Erkenntnissen können und wollen unsere Bürgerinnen und Bürger in Südbaden und in ganz Baden-Württemberg nicht alleine gelassen werden. In unserem Koalitionsvertrag beziehen wir uns nicht nur auf Lärmschutz allgemein, sondern auch konkret auf die Situation in Südbaden. Ich zitiere, wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, die Flugverkehrsbelastungen durch den Flughafen Zürich, in Klammer in der Region Südbaden-Hochrhein, deutlich zu reduzieren. Außerdem bekennen wir uns darin ausdrücklich zu den Inhalten der Stuttgarter Erklärung. Meine Damen und Herren, der Fluglärm über Südbaden ist ein regelmäßiges Thema hier im Landtag. Das war auch schon in den früheren Legislaturperioden schon so. Zuletzt Ende 12 haben alle Landtagsfraktionen einen gemeinsamen Antrag gestellt, der sich gegen den Staatsvertrag mit der Schweiz richtet, der damals ausgehandelt wurde. Und sowohl unser Verkehrsminister Herrmann als auch Ministerpräsident Kretschmann haben sich wiederholt für Südbaden eingesetzt, in der Schweiz und bei Verkehrsminister Dobrindt. Wir Grüne könnten uns vorstellen, dass die neue Bundesregierung
einen neuen Staatsvertrag mit der Schweiz aushandelt, der den Fluglärm in Südbaden auf Grundlage der Stuttgarter Erklärung reduziert. Wir fordern gemeinsam mit der CDU, dass die Bundesregierung die Änderung der 220. Durchführungsverordnung ablehnt. Meine Damen und Herren, Lärmschutz ist kein Luxus. Er ist Gesundheitsvorsorge, Wirtschaftsfaktor für unseren Tourismus und unser Gesundheitssystem und ist eine wichtige Grundlage für die Zufriedenheit unserer Bürgerinnen und Bürger im Land. Für Gesetze, Verordnungen und Grenzwerte beim Lärmschutz ist der Bund zuständig. Deshalb appelliere ich nun zum Schluss an den Bundesverkehrsminister Dobrindt. Herr Bundesverkehrsminister, vertrauen Sie auf den Landtag von Baden-Württemberg, auf die Landrätinnen und Landräte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land und auf die Bürgerinitiativen. Auch wenn Sie selbst in der CSU sind, vertrauen Sie auf die Grünen und die baden-württembergische CDU. Vertrauen Sie darauf, dass wir wissen, was zu tun ist. Wenn der Landtag von Baden-Württemberg geschlossen gegen die Änderung der 220. Durchführungsverordnung ist, halten Sie sich daran und lehnen Sie ab. Wenn der Landtag von Baden-Württemberg geschlossen die Lärmbelastung über Südbaden reduzieren will, handeln Sie einen neuen Staatsvertrag mit der Schweiz aus. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. So, für die CDU-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Schreiner. Herr Präsident, Frau Präsidentin, es ist Zeit, dass sich der Landtag wieder einmal mit den südbadischen Interessen beschäftigt. Und es ist vor allem Zeit, dass wir unser Bekenntnis, und Herr Marwan hat es gerade richtig gesagt, was wir hier in der letzten Legislaturperiode übrigens mit der Opposition über Parteigrenzen hinweg gemeinsam entschieden und beschlossen haben, dass wir das heute erneuern. Und wir wollen es erneuern. Die Regierungskoalition haben sich an die Seite der südbadischen Bevölkerung gestellt. Wir haben es im Koalitionsvertrag so festgehalten. Wir treten vehement dafür ein, dass die Bevölkerung nicht noch weiteren und mehr Flugverkehrsbelastungen ausgesetzt werden, sondern ganz im Gegenteil, wir fordern eindeutig eine Entlastung für die südbadischen Bevölkerung. Ja, es ist wichtig, dass wir mit der Landesregierung zusammen heute ein Signal gemeinsam nach draußen setzen, nicht nur nach Südbaden, sondern natürlich auch ein Signal in Richtung Schweiz und vor allem in Richtung Berlin. Und so wie es uns damals gelungen ist, als der unsägliche Staatsvertrag auf den Tisch kam, damals maßgeblich durch Thomas Strobel als Chef der Landesgruppe im Deutschen Bundestag, dass wir den Staatsvertrag dorthin befördert haben, wohin gehört, nämlich in die Tonne, dass wir jetzt mit den neuen Anträgen und den neuen Vorgängen, die uns aus der Schweiz begegnen, genauso stark umgehen. Und dazu gilt natürlich als erstes das von der Schweiz beantragte Betriebsreglement. Es kann nicht sein, dass man in einem Staatsvertragsverfahren quasi scheitert, aber dann über die Hintertür einzelweise Salamistücke versucht durchzusetzen und sie einfach beantragt. Da muss die Antwort aus Berlin eben klar sein, nämlich dass dieser Antrag nicht stattgegeben werden darf. Es geht um die geplanten baulichen Veränderungen am Pistensystem des Flughafens Zürichs. Es geht um die Planungen in Dübendorf, quasi einen Nebenflughafen zu errichten, wo es schon einen Flughafen gibt, wo die ganzen Privatflüge dann stattfinden. All das führt in der Summe zu einem wirklichen Worst-Case-Szenario für die Bevölkerung in Südbaden, weil es zu einer erheblichen Mehrbelastung durch den Flughafen führt. Die Kapazitäten sollen steigen und steigen, und damit müssen wir uns hier auch beschäftigen. Jede einzelne Maßnahme würde zu einer Kapazitätssteigerung führen, und nimmt man alle drei Maßnahmen zusammen, sind es sehr erhebliche Ausmaßen. Und sämtliche Planungen sehen vor, dass die Anflüge weiterhin über den größten Teil der südbadischen Landesgrenze, wollte ich gerade sagen, der baden-württembergischen Landesgrenze, der deutschen Landesgrenze, einzelne südbadische Kollegen haben es verstanden, passieren sollen. Nein, das lehnen wir ab, das lehnen wir als CDU-Fraktion in aller Schärfe ab. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass da auch nicht nur um den Wahlkreis Waldshut geht, da sind die Kollegen in Schwarzwald-Baar genauso betroffen, da geht es um eine erhebliche Kapazitätserweiterung über den Bodenseeraum,
Wir sind da allesamt gleichermaßen betroffen und wir reden hier über eine Region, die die touristische Region Nummer eins in unserem Land ist, die die meisten Übernachtungszahlen haben. Und das ist auch nicht irgendwas aus der Luft gegriffenes, sondern der Europäische Gerichtshof hat genau diesen Tatbestand, nämlich dass wir dort eben eine touristisch geprägte Region sind, ganz genau berücksichtigt und uns darin Recht gegeben. Und da dürfen wir zu Recht fragen, warum noch mehr Verkehr über den Köpfen abgewickelt werden sollen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese Kapazitätserweiterungen am besten gar nicht umzusetzen, aber wenn sie umgesetzt werden, dann eben auch über das eigene Staatsgebiet umzusetzen. Ich sage ganz klar, keiner redet davon, keiner bestreitet die Notwendigkeit des Flughafens von Zürich. Aber dass hier über 80% der Belastungen eben nicht über das eigene Land abgewickelt werden, sondern eben Fluglärm exportiert wird, das können wir uns auf Dauer nicht gefallen lassen. Und deshalb kommt es heute auch wieder zu diesem Antrag, den die Grünen und die CDU gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ein einseitiger Export über Deutschland kann nicht die Lösung sein und das muss geklärt werden. Und die Alternativlosigkeit und die Zementierung dieser Nordostausrichtung des Flughafens Zürich, wie es durch die Schweiz angestrebt wird, das stellen wir wirklich auch in Frage. Und nichts anderes ist jetzt wieder mit dem beantragten Betriebsreglement gewollt. Und auch an der Stelle sollten wir deshalb als Landtag ein Signal in Freundschaft in die Schweiz geben. Man kann eine Lösung finden, aber das muss eben auf Augenhöhe geschehen, indem man gemeinsam miteinander darüber spricht, aber eben nicht einseitig Belastungen auf den Nachbarn versucht abzuschieben. Und richtig ist, die Verantwortung, ob und wie die entsprechende Durchführungsverordnung, die DVO, die Regelung von An- und Abflügen auf den Flughafen Zürich geändert wird, sie liegt beim Bund, das ist richtig. Aber die Zuständigkeit, nur weil sie dort liegt, ist für uns kein Grund, dazu nichts zu sagen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen mit unserem Verkehrsministerium darüber reden, ob wir nicht auch zu einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung kommen wollen, so wie sie von Teilen gefordert wird. Wir müssen mit allem Nachdruck darauf werben, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Mir liegt jetzt erst wieder ein Brief des Bundesverkehrsministers vor, wo er sagt, er wird keiner Regelung zustimmen, die zu einer Mehrbelastung führen wird. Und deshalb sagen wir heute auch ganz klar, wir nehmen ihm beim Wort, aber es muss dieses Wort auch für uns gelten. Ich glaube, es geht heute um eine Botschaft dieses Parlaments. Es geht um eine Botschaft in die südbadische Region, aber auch in die Schweiz. Wir stehen an der Seite der südbadischen Bevölkerung. Wir wollen Entlastungen im Fluglärm durchsetzen und wir fordern den Bund auf, dafür aktiv zu werden. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion erteilt das Wort der Frau Kollegin Wölfle. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schön, dass wir auch mal über etwas debattieren, wo wir alle einer Meinung sind. Und ich könnte mich jetzt eigentlich wieder hinsetzen, aber ich möchte natürlich schon klar machen, dass die SPD hier auch eine klare Einstellung dazu hat. Die durch den Flughafen Zürich verursachte Flugverkehrsbelastung durch die Anflüge über deutsches Gebiet stellt, und das haben wir gerade ja schon gehört, eines der größten Ärgernisse in der Raumschaft in Südbaden dar, nicht nur in den Landkreisen Waldshut, Konstanz, Breisgau, Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar. Bereits heute führen nahezu 90% aller Landeanflüge auf den Flughafen Zürich über deutsches Staatsgebiet. Sehr laut. Bei dem von der Schweiz beantragten Ostanflugkonzept würden unter anderem die Nordanflüge weiter zunehmen und damit natürlich auch die Beeinträchtigung der Menschen am Hochrhein. Ich erlebe selber die ungeheure Belastung der Bevölkerung vor Ort. Ich habe viel Verwandtschaft in Waldshut und ich höre das bei meinen Besuchen, was da über den Himmel über uns so abgeht. Ich habe mit vielen Leuten da unten gesprochen und ich weiß, die Belastung ist, ja, machen wir gerne, die Belastung ist sehr, sehr hoch. Aber die Geduld der Menschen dort war bisher bewundernswert. Es gab doch immer wieder ein Vertrauen, dass von deutscher Seite im Interesse der Bevölkerung eine Lösung mit der Schweiz gefunden werden kann.
Bereits die grün-rote Landesregierung hat sich in ihrem Handeln in den letzten Jahren immer an der Stuttgarter Erklärung orientiert, ebenso mehrfach auch der Landtag, welcher sich ja auch klar und deutlich gegen den 2012 ausgehandelten Staatsvertrag ausgesprochen hat. Wir begrüßen es daher außerordentlich, dass sich auch die neue Landesregierung in dieser Kontinuität weiter bewegen will. Die Landesregierung sagt dazu folgerichtig, dass sie sich für eine Reduzierung der vom Flughafen Zürich ausgehenden Flugverkehrsbelastung in der Region Südbaden-Hochrhein einsetzt. Und auch wir fordern die Ablehnung des von der Schweiz beantragten Ostanflugkonzeptes. Denn dieses Betriebsreglement würde in den deutschen nächtlichen Sperrzeiten durch die teilweise Sammlung der Anflüge über süddeutschem Gebiet zu deutlich zusätzlichen Flugbelastungen im Südschwarzwald und am Hochrhein führen, da damit ja der Flugverkehr über Süddeutschland faktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich wäre. Aber eine wirkliche Begrenzung der Zahl der Anflüge über deutsches Staatsgebiet auf den Flughafen Zürich ist rechtlich nur dem Bund möglich. Über die beantragte Änderung der Durchführungsverordnung entscheidet das Deutsche Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, dessen übergeordnete Behörde das unionsgeführte Bundesverkehrsministerium ist. Da die von der rot-grünen Bundesregierung 2002 verhängte Durchführungsverordnung gerichtsfest ist und durch das Europäische Gericht bestätigt wurde, ist ein Aushebeln der DVO, welches auf eine Verschlechterung des südbadischen Schutzniveaus zielt, einfach nicht hinnehmbar. Daher fordern auch wir den CSU-Bundesverkehrsminister Dobrindt erneut auf, endgültig seine Zustimmung zu dieser Änderung zu verweigern. Er selber hat im März 2016 bei einer öffentlichen Veranstaltung in Waldshut versprochen, keine Mehrbelastung zuzulassen. Die Menschen dort verlassen sich auf sein Wort. Wir unterstützen auch nachdrücklich das Ansinnen des Flugbeirats und der Raumschaft am Hochrhein, die aktuelle 220. Durchführungsverordnung zur Luftverkehrsordnung abzulehnen. Denn von einem fairen Lastenausgleich zwischen der Schweiz und Südbaden kann mitnichten die Rede sein. Und Süddeutschland ist auch nicht verpflichtet, die Lasten für den Kapazitätszuwachs des Schweizer Flughafens Zürichs zu tragen. Denn die Schweiz argumentiert stets, dass aus Sicherheitsgründen der Anflugverkehr über deutsches Hoheitsgebiet abgewickelt werden muss. Aber so zu argumentieren, ist nach unserer Auffassung ungeheuerlich. Denn in Sachen Lärmschutz scheint die Schweiz nur den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung ernst zu nehmen. Und der Schutz der Bevölkerung im Norden, also in Süddeutschland, ist ihr deutlich weniger bis gar nichts wert. Wir fordern daher die Landesregierung auf, beim Thema Fluglärm in Südbaden im Zusammenhang mit dem Flughafen Zürich so viel Druck wie möglich auf das Bundesverkehrsministerium auszuüben, damit die Ziele der Stuttgarter Erklärung von 2009 und damit eine Übernahme der Anflüge auf maximal 80.000 pro Jahr angegangen werden kann. Sie können sich sicher sein, dass die SPD-Landtagsfraktion Sie bei diesem Ansinnen auch in Zukunft tatkräftig wie auch in der Vergangenheit unterstützt. Und wir tragen selbstverständlich auch den Beschlussteil des heutigen Antrages aus voller Überzeugung mit. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Gögel. Lieber Kollege, ich bitte um Entschuldigung, aber ich hatte die Kollegin mit ihrem leuchtenden Rot so im Blick in dem Moment, dass ich ihr zuerst das Wort gegeben habe. Ich bitte um Nachsicht. Sie haben das Wort. Herr Präsident, nachdem wir von vorgestern sind, überlassen wir den Damen gerne den Vortritt. Danke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, selbstverständlich steht die AfD-Fraktion in der Frage der Flugverkehrsbelastung durch den Zürcher Flughafen für die Interessen der südbadischen Region ein. Sie lehnt jedes Reglement ab, welches der Stuttgarter Erklärung von 2009 und der Begrenzung auf jährlich 80.000 Anflüge über deutsches Gebiet widerspricht. Es darf keine zwischenstaatliche Einigung einer Art geben, welche die eigenen Bürger zugunsten der Wachstumsinteressen eines ausländischen Verkehrsbetriebes weiter schädigt. Allerdings halten wir den Antrag 16.172 hier heute im Parlament doch eher für eine Wahlveranstaltung. Man möchte den Bürgern im südbadischen Raum doch hier aus dem Landtag eine Geschlossenheit signalisieren, dass man sich hier energisch für ihre Interessen einsetzt. Man appelliert, ja, man möchte hier tatsächlich einfach, ja, bei uns würde man sagen, populistisch Botschaften nach außen bringen, noch rechtzeitig vor der Wahl.
um die Menschen in Südbaden zu beruhigen. Doch der eigentliche Adressat des Antrags, der zuständige Bundesminister Dobrindt, muss sich für die Genehmigung zur Änderung der 220. DVO letztendlich zuständig davon nicht beeindrucken lassen. Ob der Zürcher Flughafen nun am Ende seine Kapazitäten um 30% erweitert, samt zusätzlichen Überflügen über Südbaden, oder ob Herr Dobrindt in der Laune ist, dem Ruf der Schwesterpartei der CDU nachzukommen und der Schweiz nicht zu willen zu sein. Wenn Dobrindt erwartungsgemäß das Schweizer Ansinnen nach der Bundestagswahl, wohlgemerkt nach der Bundestagswahl, genehmigt, stehen Sie, meine Damen und Herren, von der Landesregierung immer noch gut da. Sie haben ja mit rituellen Appellen vom Dienst die Interessen der Südbadener mit Nachdruck verteidigt. Doch, meine Damen und Herren, für die Einwohner in den Landkreisen Waldshut-Tingen, Konstanz, Schwarzwald und Schwarzwald-Baar, die vom Luftwarteraum Rilax betroffen sind, sind Fluglärm und Abgasemissionen keine Posse, sondern ein Schaden für Lebensqualität und Gesundheit. Wie kann eine Landesregierung nur so unterwürfig auftreten? Gerade Sie von den Grünen haben doch als Protestbewegung gegen die Frankfurter Stadtbahn West Ihre Laufbahn als politische Kraft begonnen. Die Damen werden das nicht erlebt haben, dafür sind Sie zu jung. Aber Sie haben sich dort womöglich die Älteren an Bäume gekettet, Hüttendörfer gebaut und an Protestspaziergängen teilgenommen. Sie haben sich für Ihre Interessen und die Interessen Ihrer Bürger dort in der Frankfurter Region eingesetzt. Sie wollten doch Basisdemokraten per excellence sein, wollten den Großteil Ihrer Diäten an die Partei abtreten, sich selber mit einem Facharbeitergehalt bescheiden. Ja, was wollten Sie denn nicht alles vor 30 Jahren? Heute, wo Sie in 11 Länderparlamenten präsent tatsächlich im Bundesrat Einfluss für die Interessen unserer Bürger ausüben können. Wo sind Sie denn da? Wo sind die fanatischen Fledermausfreunde, wenn es den eigenen Menschen schlecht ergeht? Wo sind die nimmermüden Symbolpolitiker und Klimaschützer, wenn Zürich bald 30% mehr Flugpassagiere befördert und sein Kerosin über dem Schwarzwald verbrennt? Wo ist jetzt der Ministerpräsident, der die Interessen Baden-Württembergs zuvorderst stellen wollte und einen Amtseid geschworen hat, er werde seine Kraft dem Wohle des Volkes widmen? Steht er an der Seite eben dieser Bürger und seiner einstigen Ideale? Nein, er hält rituelle staatstragende Reden, er setzt sich ein und appelliert. Ja, jetzt wissen die Bürger im Südschwarzwald wenigstens, wo der Bartel wirklich den Most holt. Für die FDP-DVB-Fraktion weiß vor dem Kollegen Hausmann. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 8. November 2012 gab es die letzte Plenardebatte zum Staatsvertrag mit der Schweiz. Einstimmig haben die damals im Landtag vertretenen Fraktionen diesen Staatsvertrag abgelehnt und einstimmig gab es auch am 25. November 2009 das Bekenntnis zur Stuttgarter Erklärung. Inhaltlich, denke ich, hat sich auch bei den 4 Fraktionen, die in der letzten Legislatur im Landtag war, auch daran nichts geändert. Die 220. Durchführungsverordnung lässt mehr Flüge zu, mehr Belastung zu, wie es die Stuttgarter Erklärung vorgesehen hat, statt 80.000 zwischen 122.000 und 128.000 Nordanflüge und auch ein deutlich höheres Stundenkontingent. Insofern kann ich das auch an der Stelle für die FDP-Landtagsfraktion unterstreichen, dass es uns ein wichtiges Anliegen ist, auch für die betroffenen Landkreise und für die betroffenen Menschen auch dieses Bekenntnis gerne nochmal auch abzugeben. Der Flughafen Zürich hat einen Sachplan Infrastruktur Luftfahrt aufgelegt, Ziel mit einem neuen Ostanflugs,
Konzept. Der Fluglärmbeirat hat dieses Konzept auch nochmal abgelehnt. Denn dafür müsste auch die 220. Durchführungsverordnung geändert werden. Und es würde deutlich mehr Belastungen im Flugbereich für Südbaden ergeben. Es wurde ein Gutachten gemacht von den Landkreisen Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar, die Alternativen aufgezeigt hat. Es ist also nicht so, dass man die Themen bei nur ablehnt, sondern dass man durchaus auch Alternativen aufzeigt, mit denen, denke ich, jetzt auch vom Bund aus mit der Schweiz nochmal ins Gespräch gegangen wird. Und das Gutachten zeigt auch, dass es grundsätzlich möglich ist, die Stuttgarter Erklärung unter gewissen Randbedingungen auch umzusetzen. Verkehrsminister Herrmann hat am 17. Juni 2016 auch in einem Schreiben an die Mitglieder des Verkehrsausschusses darauf hingewiesen, dass aber Gefahr im Verzuge sei, da das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung dem BMVI vorschlagen wolle, dem Schweizer Antrag aus flugbetrieblicher Sicht zuzustimmen und stattzugeben. Und es gibt auch weitere Fragezeichen, die man, denke ich, auch ernst nehmen muss. So gab es eine Sitzung des konsultativen Konferenz Flughafen Zürich am 3.11.2016. Da wird die Bundesrätin Doris Leuthardt im Protokoll aufgeführt, dass sie erklärt, dass der gekröpfte Nordanflug im Staatsvertrag eine Drohgebärde gewesen sei. Die sei ein Trumpf, der nicht aus der Hand gegeben werden dürfe. Die Situation sei heute für die Schweiz besser, als wenn der Staatsvertrag in Kraft wäre. Und weiter, hinsichtlich des Betriebsreglements 2014 stellt Bundesrätin Doris Leuthardt in Aussicht, dass die Zustimmung von Deutschland bald zu erwarten sei. Eben tags zuvor habe der Bundespräsident Johann Schneider-Ammann das Thema mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgenommen und es sei in Aussicht gestellt worden, dass bis Ende des Jahres eine Lösung zu erwarten sei. Das ist natürlich ein Appell jetzt auch an Sie, lieber Kollege Schreiner, der ja auch voraussichtlich dem nächsten Bundestag angehören wird, dieses Thema jetzt nicht nur im Landtag zu vertreten, sondern dann auch im Bund das aufzugreifen, dass die Interessen Südbadens da gewahrt werden. Weil wir haben schon manchmal den Eindruck, dass die Geschlossenheit, die wir hier im Landtag zeigen und die Initiative, die Sie auch ergriffen haben, jetzt mit dem Antrag aus dem letzten Jahr, der ist ja schon ein paar Tage her, und heute auch über dpa Sie nochmal sich zugemeldet haben, dass wir natürlich dann auch das mit Hand und Fuß und auch mit einer Stimme aus Land und Bund aufgreifen müssen, weil es hilft dann nichts, wenn Sie dann auch sagen, wir kümmern uns hier um eine Einheitlichkeit, aber wir kriegen es dann nicht zum Bund hin. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Sie auch dann im Bund diese Thematik mit der gleichen Intensität verfolgen, wie Sie es bisher auch hier gemacht haben. Und ich hoffe, dass Sie auch den Verkehrsminister Dobrindt da mitnehmen können. Er hat ja jetzt vielleicht wieder etwas mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Aber das Thema ist ein ernstes Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass die Fraktionen hier im Landtag auch nochmal die Geschlossenheit zeigen. Und Sie haben auch die FDP hier an Ihrer Seite. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteilt das Wort an Verkehrsminister Herrmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Schweiz verbinden uns eine jahrhundertealte gute Nachbarschaft und ein jahrzehntelanger Konflikt um den Fluglärm des Flughafens Zürichs. In den 70er Jahren hat die Schweiz, oder genauer gesagt der Flughafen Zürich, mit dem Bau der dritten Stadtbahn, die nach Norden gerichtet war, Fakten geschaffen, die uns seitdem beschäftigen, und zwar als Belästigung mit Fluglärm in Südbaden. Und man kann auch sagen, dass dadurch, weil eben die allermeisten Flüge aus dem Norden angeflogen zum Flughafen kommen, dass die Schweiz mit dieser dritten Startbahn oder Landebahn eigentlich den Fluglärm nach Süddeutschland verlagert hat, exportiert hat. Hat ja auch ein Kollege schon gesagt. Und das macht uns den Ärger. Und deswegen gibt es auch seit vielen, vielen Jahren einen parteiübergreifenden
Widerstand und auch viele Bürgerinitiativen, Landräte, Bürgermeister und eben auch Abgeordnete hier im Landtag hat sich immer wieder mit dem Thema befasst. Und tatsächlich ist es ein Thema, wo man hier im Landtag nicht streitet, sondern da sind wir einer Meinung. Es ist so, dass wir uns immer wieder damit befassen, aber formal nicht zuständig sind, sondern formal ist beim Luftverkehr der Bund zuständig, die Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat ja die 220. Durchführungsordnung erlassen. Das ist auch schon eine ziemliche Zeit her und das war die erste Verordnung, die überhaupt den Verkehr eingeschränkt hat. Das war damals eine Einschränkung, als es durchgesetzt worden ist, aber es hat den Menschen nicht ausgereicht. Inzwischen gibt es die Stuttgarter Erklärung, die weitere Einschränkungen will, dass weniger Fluglärm in dieser Region ist. Und das können wir als Landesregierung nur bestätigen und nachvollziehen. Und wir haben uns immer und immer wieder dafür eingesetzt, dass der Fluglärm reduziert wird und nicht weiter ansteigt. Aber eines muss auch klar sein, wir können quasi nur appellieren, aber die Verantwortung trägt der Bund. Wir machen keine Durchführungsverordnung, die macht der Bund. Die ist auch nicht im Bundesrat, Herr Gögel, auch wenn Sie das vielleicht noch nicht gemerkt haben. Nicht alles ist im Bundesrat. Man hat da nur begrenzt Handlungsspielraum. Den nutzen wir aber, sowohl der Ministerpräsident als auch ich. Und wir reden sowohl mit der Bundesregierung als auch mit Abgeordneten. Und man kann ja auch sagen, in den letzten Jahren waren unsere Bemühungen erfolgreich. Denn es ist ja verhindert worden, dass der Staatsvertrag zustande kommt. Und das weiß man auch, wie das verhindert worden ist. Er wäre im Bundestag nicht mehrheitsfähig gewesen. Und es lag daran, dass alle baden-württembergischen Abgeordneten gegengestimmt hätten. Das hätte ausgereicht, dass es die CDU-Landesgruppe aus Baden-Württemberg und die Grünen und die SPD-Abgeordneten, alle waren dagegen. Das muss man einfach sagen, eine breite Allianz, das hätte ausgereicht, um das Projekt zum Kippen zu bringen. Deswegen ist es auch nie durchgeführt worden. Und ich will noch mal eines sagen, wir haben uns ja auch immer bemüht, eine gute nachbarschaftliche Beziehung zu haben und auch ein bisschen zu vermitteln. Und der Bund hat uns ziemlich hängen lassen. Ich erinnere mich daran, dass der Ministerpräsident sich angeboten hat und der damalige Minister Ramsauer sich nicht ein einziges Mal zurückgemeldet hat und überhaupt nicht bereit war, irgendwie zu sprechen und am Ende das Projekt dann doch gescheitert ist, wie wir dann aus baden-württembergischer Sicht sagen können, Gott sei Dank, denn dieser Staatsvertrag wäre nicht gut für Südbaden und für Baden-Württemberg gewesen. Jetzt ist sozusagen neues Debattenthema da, das verstärkte Anführung der Startbahn 1032, das ist die sogenannte Ost-West-Anfluglinie. Und die Schweiz hat vor, das ist sozusagen der Antrag, diese Startbahn mehr zu nutzen mit der Ansage, dann müssen wir nicht so viel aus dem Norden kommen. Das ist aber irreführend. Denn es geht jetzt erstmal darum, die Beschränkungen, die man bei der Anflug in Nord hat, zeitlich, abends, in der Nacht, am Wochenende, zu umfliegen durch das Ostanflugkonzept. Und da verstehe ich gut, dass die Bevölkerung hellhörig ist und sagt, nicht mit uns. Und da sagen wir als Landesregierung, so einfach geht es nicht. Man kann nicht auf der einen Seite eine Reduktion haben, auf der anderen Seite jetzt sich Gedanken machen, wie man die am besten umfliegt. Und es wird zu mehr Belastung am Bodensee kommen, übrigens auf deutscher Seite wie auf Schweizer Seite. Und manchmal hat man den Eindruck in der Schweiz, dass die nur hoffen, dass wir es auf deutscher Seite blockieren, weil man dann in der Schweiz nicht die Probleme mit einem Volksentscheid hat, weil der würde garantiert kommen, wenn das Ostanflugkonzept von deutscher Seite genehmigt werden würde. Meine Damen und Herren, der Ball liegt immer noch, und zwar eindeutig beim Bund, beim Bundesverkehrsminister. In dem Fall muss ich sagen, ist es gut, dass er zögert und nicht handelt. Das ist in dem Fall das Interesse Baden-Württembergs. Und ich kann sagen, ich vermute auch mal, dass er in dieser Legislaturperiode sich keine blutige Nase holen wird im Bundestag, denn ich sehe nicht, dass es im Bundestag eine Mehrheit gibt. Jedenfalls, wir werden alles tun, die CDU, aber auch die SPD und die Grünen, dass es dafür keine Mehrheiten gibt. Zum Schluss will ich allerdings auch noch sagen, wir als Landesregierung, wir vertreten selbstverständlich die Interessen der Anwohner, die von Lärm geplagt sind. Aber als Landesregierung haben wir auch das allergrößte Interesse, dass wir ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zur Schweiz haben. Auch das werden wir weiterhin pflegen und wir werden das nicht durch diesen Streit irgendwie gefährden lassen. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen daher zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung des Antrags Drucksache 16172. Abschnitt 1 des Antrags ist ein Berichtsteil, der für erledigt erklärt werden kann. Sie stimmen dem zu. Abschnitt 2 des Antrags ist ein Beschlussteil, der 3 Handlungsersuchen enthält. Es wird Abstimmung über Abschnitt 2 des Antrags gewünscht. Das ist der Fall. Wer Abschnitt 2 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltungen. Damit wäre Abschnitt 2 einstimmig zugestimmt. Ich bedanke mich. Und damit ist auch Punkt 4 der Tagesordnung erledigt. Sehr geehrte